Es ist schon wieder Ende September und wir kommen den Winter immer näher. No, God, please, no! Umso wichtiger ist es jetzt schon wieder, Vorbereitungen zu machen für den Winter. Einerseits, damit ihr noch eine Ernte im Winter einfahren könnt, so sukzessive, dass ihr euren Boden pflegt und schützt, auch fürs nächste Jahr im Frühjahr und auch dementsprechend für euch so ein bisschen in die Ruhephase auch mit eingeht, damit ihr dann auch entspannt ins Frühjahr starten könnt und nicht da schon mit Hektik und Stress anfängt. Im Oktober und November fangen sehr viele Leute an, ihren Garten aufzuräumen. Das heißt, sie machen die Rückschnitte, sie tun das Laub zusammenrechnen, ihre Beete freimachen. Also es kommt sehr viel organisches Material zusammen, was sie in der Regel irgendwie zu einem Bauern aufs Feld drauf werfen oder die halt einfach zu einer Kompoststelle von der Gemeinde oder von der Stadt bringen oder einfach auch zum Wertstoffhof. Das heißt, die Ressourcen kommen dann ganz woanders hin und da könnt ihr auch zugreifen. Das heißt, redet mit eurem Nachbarn, fahrt zu irgendwelchen Stellen hin, sagt den Leuten, dass sie das organische Material zu euch bringen können, zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen. Mit den ganzen Sachen könnt ihr zum Beispiel euren Boden mulchen, mit Laub, mit Grasschnitt, was halt alles bei euch anfällt, was die Leute euch bringen, würde ich trotzdem ein bisschen aufpassen, habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, werde ich euch oben hier verlinken. Jedenfalls könnt ihr damit euren Boden abdecken, das heißt, ihr habt einen guten Schutz vorm Frost, weil das ist halt die Gefahr von einem offenen Boden bei Frost, das tut den Mikroorganismen, dem Bodenlebewesen auch nicht gut und mit einem bedeckten Boden schützt den Boden auch vor dieser Kälte. Zusätzlich tun dann auch die Regenwürmer und die Bakterien, wenn ihr zum Beispiel wie ich im Folientunnel habe, ein bisschen arbeiten, wenn es ein bisschen wärmer wird. Also das heißt, es wird dann umgebaut und auch Humus entsteht dadurch. Also das heißt, ihr macht schon mal eine sehr gute Bodenförderung. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Holzrückschnitte habt, dann häckselt diese und legt die auch zum Beispiel auch an euren Wegen aus. Aber wenn euer Boden schon das aufnehmen kann, dann legt es auch mit auf euer Beet. Da hat der Charles Darwin, der macht auch sehr gerne mit diesem No-Dig-Verfahren auch Holzhackschnitzel und tut da so Pilze bei euch im Garten ansehen oder das Pilzmyzele, die nochmal zusätzlich das Wachstum von euren Pflanzen verbessert. Was ihr natürlich auch machen könnt, in dem ganzen Mulchmaterial, wenn es zu viel ist, das mache ich auch gerade. Ich habe ungefähr 3, 4, 5, 6 Komposthaufen. Einfach Kompost anlegen. Mit verschiedenen Materialien, mit Holz, mit Laub, mit zum Beispiel ein bisschen auch Karton, Bokashi, alles da mit rein. Mist, wenn ihr welchen bekommt und lasst den einfach für eine gewisse Zeit liegen. Ich lasse es ungefähr für ein Jahr liegen, dann nutze ich den zum Beispiel als Anzuchterde oder tue ihn bei mir in die Beete. Ich tue halt immer halbfertigen Kompost da gerne mit rein, weil bei dem fertigen Kompost ist da gar kein Leben mehr drin, da sind keine Regenwürmer mehr drin, da ist der ganze Prozess schon abgelaufen, sondern ich möchte halt da nochmal zusätzlich die Bakterien, die was umsetzen, Kellerasseln, Regenwürmer, die noch da in dem Kompost mit drin sind und noch arbeiten müssen, weil das bringt Leben und das brauchen unsere Pflanzen zum Wachsen. Natürlich solltet ihr nicht vergessen, euren Boden aufzulockern, also mit einer Grabgabel zum Beispiel reinstechen und auflockern, weil wenn ihr zum Beispiel wie ich manchmal einen verdichteten Boden haben, weil mein Faller auch versehentlich irgendwo reintritt und das da öfters macht und das verdichtet, dass ihr einfach diese Verdichtung wieder aufbricht, damit die Pflanzen einerseits, wenn sie dann wachsen, besser durchkommen, nicht so viel Kraft aufwenden müssen, um das durchzubrechen und auch da wieder den Boden ein bisschen mit Sauerstoff anreichert und auch füllt. Also einfach mit der Grabgabel rein aufstechen, aufstechen, sage ich mal, und ein bisschen lockern, muss man jetzt nicht unbedingt umgraben, sondern einfach, dass da ein bisschen wieder mit Luft reinkommt und auch für eure Pflanzen, also ein bisschen den Boden auflockern. Zusätzlich, wenn ihr dann euren Garten, sag ich mal, auch aufräumt, schaut, dass ihr jetzt auch schon, ich habe es ja auch schon die ganze Zeit, Saatgut nimmt von euren Sachen, von euren Tomaten, von euren Blumen, von euren Kräutern, vom Salat, den ihr blühen lassen habt und sowas. Also so viel Saatgut wie möglich aus eurem Garten zu sammeln. Dann müsst ihr es nicht extra kaufen. Die Pflanzen, die daraus wachsen, die kennen eure Klimazone, sage ich mal, und werden dann das nächste Jahr besser wachsen. Von daher das eigene Saatgut nehmen und dann auch im
sagen wir mal November, Dezember, auch das schon mal sortieren, einen Plan machen, was möchte ich ausziehen, was nicht, sich schon mal das so vorbereiten, wann sehe ich was aus, zum Beispiel die Tomaten, die Chilis, die Auberginen, wann möchte ich das ausziehen und dann auch schon mal dementsprechend vorbereiten und auch vielleicht so eine Box sicherstellen, wo man das Saatgut schön sortiert, damit man nicht so viel Aufwand hat, wo man das ganze Saatgut jetzt hingetan hat, damit man nicht schon gleich am Anfang des Jahres, wenn man mit der Saat im neuen Jahr beginnen möchte, dass man da schon wieder im Stress kommt. Also sich dann mal überlegen, wie möchte ich meinen Saatgut sortieren, wo lagere ich das schön und was möchte ich fürs nächste Jahr anbauen, ob ich dafür das entsprechende Saatgut schon habe oder ob ich mir jetzt dann rechtzeitig neues Saatgut bestellen muss, beziehungsweise neue Sorten ausprobieren möchte, die ich mir vielleicht ertausche oder irgendwo kaufen möchte. Natürlich könnt ihr jetzt auch noch ein paar Aussaaten tätigen. Wenn ihr zum Beispiel noch ein Gewächshaus bzw. einen Folientunnel habt, auch noch alles gar kein Problem. Beispielsweise Feldsalat, Spinat, Postelein bzw. Portulak, Radieschen wird jetzt auch noch gehen, damit ihr im Oktober eine Ernte habt. Also das heißt, es gibt noch ein paar Sachen, wo ihr dann nochmal im späten Herbst bzw. schon Anfang Winter noch Sachen ernten könnt, weil ihr jetzt noch schön dran bleibt. Wenn die sie zum Beispiel im November aussieht, wie zum Beispiel Feldsalat, Postelein oder Spinat, dann werdet ihr natürlich im zeitigen Frühjahr dann eure Ernte beispielsweise haben. Aber da habe ich auch schon ein Video gemacht, was man jetzt im September, Anfang September hätte aussehen können, wird dann vielleicht, wenn man noch das Gewächshaus nutzt oder einen Folientunnel, wird sie vielleicht auch noch ein bisschen in den Oktober mit reinschieben. Im Oktober kann man sowieso auch zum Beispiel Knoblauch stecken, werde ich dann auch noch machen. Aber einfach noch im Hinterkopf, man kann jetzt noch Sachen aussehen, auspflanzen, damit ihr noch eine kleine Ernte im Winter habt. Dann denkt auch bitte an eure Pflanzen, die ihr in einem Kübel kultiviert, wie zum Beispiel bei mir jetzt die Bäume, die an der Terrasse stehen oder auch meine exotischen Sachen wie die Orange und die Papaya. Kurzer Hinweis, die Papaya trägt auch schon Früchte und die reifen auch langsam. Jedenfalls müsst ihr also darauf achten, dass ihr beispielsweise die tropischen Sachen, wenn ihr welche habt, rechtzeitig wieder bei euch ins Haus reinbringen, weil die sind in der Regel nicht so scharf auf Frost und auch die Pflanzen im Kübel, dass ihr vielleicht da mal schaut, wie empfindlich sind die oder wie winterhart sind die und dass ihr halt zum Beispiel ein Vlies drüber legt oder auch den Kübel mit einem gewissen Schutz, wie zum Beispiel Kokosmatten oder sowas drumherum wickelt, damit die einen gewissen Winterschutz haben, wenn es mal wirklich zu einem ernsten Winter kommt, beziehungsweise zu einem starken, damit die da nicht ganz so stark davon betroffen sind oder auch wenn es mal zu stark fröstet, dann könnt ihr die auch in die Garage stellen oder an den Hauswand, dass es etwas wärmer. Also das heißt, wenn ihr Pflanzen einfach in einem Kübel habt, die sind oberhalb der Erde, die bekommen eine richtige Kälte ab, die sind nicht im Boden bei der Erdwärme zum Beispiel mit ihren Wurzeln, also achtet einfach nur drauf, dass wenn ihr Pflanzen im Kübel habt, dass ihr den entsprechenden Maßnahmen trefft, damit die das auch erträglicher haben. Das waren jetzt meine Vorbereitungstipps für den Winter. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, etwas kommentieren für den Algorithmus, den Kanal kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken und wer noch zusätzlich Interesse hat, mehr Content zu finden, gerne auf meine Playlist oder auf andere Videos schauen. Meine Webseite könnt ihr dort auch den ganzen Verlauf von meinem Projekt mit Bildern zum Beispiel anschauen. Zusätzlich könnt ihr da auch zum Beispiel Saatgut bestellen fürs nächste Jahr beispielsweise. Auch gerne mal da vorbeischauen. Produkte, die ich anbiete als Vorbereitungen auch für den Winter. Jetzt auch einkochen ist auch angesagt. Also wenn ihr da zum Beispiel verschlafen habt, gerne könnt ihr auch den Vorrat bei mir ein bisschen einkaufen. Sonst auch weitere Kurse, Coachings, die ich hier anbiete, gerne auch mal auf meine Patreon-Seite vorbeischauen. Gibt es nochmal zusätzlichen Content und Videos, die ich hier nicht teilen werde auf YouTube, genauso wie auf meinem Telegram-Kanal. Auch mal gerne vorbeischauen, um mal zusätzliche Informationen von mir und meinem Projekt zu bekommen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.